ein wunderschöner, makelloser Zeilkapfen. Einfach nur brutal. Also mit so einem Fisch rechne ich heute definitiv nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Kartplätscher-Vlog und dieses Mal sind wir wieder unterwegs direkt auf einer kleinen Short-Session am Baggersee hier im Hintergrund. Wir haben schon den Platz ausgesucht, wir haben so circa 4 bis 5 Stunden Zeit und ja hier das ganze Minimal-Tackle, alles eingepackt. Ja, da werden wir dann unseren neuen Bulli direkt einrichten, damit wir es hier gemütlich haben. Heute ist wieder der Sohnemann mit, die Frau, die Jule ist mit, auch die Diva, unsere deutsche Dogge. Und ja, was ist heute Stand der Dinge? Wir hatten einen wirklich massivsten Temperatursturz. Es regnet, also wirklich ein B-Wetter. Überhaupt nicht geil. Und ja, wir werden schauen, ob vielleicht wir den einen oder anderen Karpfen überlisten können. Haben uns heute einen ziemlich geilen Spot ausgesucht, wo wir viel Platz haben und wo wir auch direkt 2 Muschelbänke beangeln können. Und ja, da erwarte ich heute, dass wir vielleicht die eine oder andere Aktion bekommen. Ich zeige dir hier direkt. Hier kannst du sehen, hier ist der Baggersee. Wir befinden uns ziemlich in der Mitte vom Baggersee und ja, der Baggersee hier hat so um die zwischen 7 und 10 Hektar. Ja, das Wasser ist auch schön gefärbt, denn es hat den ganzen Tag und auch die letzten Tage ja ziemlich runtergeballert, ziemlich geregnet. So, es ist windig, es stürmt, es regnet und wir starten direkt los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Bei dieser Episode, es wird nicht leicht, aber wir werden unser Bestes definitiv geben. Let's go! So, ich habe jetzt alles mal ganz grob zusammengerichtet. Hier das Minimal-Tackle, hier direkt die Montage, das ganze Equipment. Und ja, meine liebe Frau, die Julia und der Sohnemann lassen sich gut gehen, stärken sich ordentlich. Da draußen ist auch schon die Diva am Start. Die 2 Routen sind schon hergerichtet und da vorne ist direkt unser Spot, wo wir dann schauen werden, dass wir den einen oder anderen überlisten können. So, jetzt heißt es mal alles herrichten und let's go. So, mittlerweile wird der Sturm immer stärker, stärker und stärker, aber die ersten Schritte sind schon direkt gesetzt. Und so, ich habe direkt im Bulli alles hergerichtet, extremstens angenehm. Und jetzt habe ich vorhin auch schon direkt meine Banksticks montiert, die sind direkt hier schon hineingesteckt. Wir werden so auf eine Distanz von ca. 110 bis 120 Meter angeln und die Strategie ist heute wirklich ganz, ganz, ganz fein zu angeln. Ich habe hier wieder meine Spezialtigernüsse direkt ein bisschen versüßt mit einem PVA-Bag und einem Liquid und das wird heute hoffentlich einmal ja, den Erfolg bringen. Also beide Routen sind komplett gleich bestückt. Ich werde auch nichts füttern, denn heute ist die Strategie, Fallen zu stellen, denn ich vermute einfach, dass wirklich die Fische heute ja, die Mäuler einfach geschlossen haben, denn der Wetterumschwung war einfach brutal. Ja, jetzt heißt es mal, die Routen beide ausbringen. Ich werde eines auf 100 Meter, eines auf 120 Meter. Ich werde nichts füttern, das heißt wirklich nur Single Hook mit dem kleinen PVA-Bag und mit den kleinen Spezialtigernüssen. So, in diesem Sinne, let's go! Ich werde mich direkt an die Arbeit machen, Routen auslegen, Delfin aktivieren. Es beginnt schon wieder leicht zu tröpfeln, deswegen dann wieder ab in den Bulli, bisschen stärken, bisschen was gut trinken und dann hoffen wir, dass wir den einen oder anderen schönen Bulli überlisten können. So, beide Routen sind direkt ausgelegt. Die linke Route so auf knapp 100 Meter, die rechte Route so auf 120 Meter. Ja, und jetzt heißt es mal abwarten und Tee trinken.
So eines ist ganz, ganz wichtig, immer bevor er beginnt zu angeln, unbedingt die Cradle und den Unterfänger zusammenbauen, denn oft kann es wirklich schneller gehen, wie was man selbst es erwartet. So, es ist soweit, wir haben alles hergerichtet, die Routen sind ausgelegt, es ist alles im Bulli, also halbwegs hergerichtet, jetzt geht es über in den gemütlichen Teil und hier im Hintergrund sitzt die liebe Diva und wartet auf ihr Brötchen. Da ist der Sohnemann und die liebe Julia, meine Frau, die haben schon gut gespeist und jetzt werde ich mir noch ein bisschen gut gehen lassen. In diesem Sinne, so wie jedes Mal, bei Action sind wir wieder back. So, die erste Aktion. Und der Sohnemann ist schon am Drillen. Ja, mega. Das ist mal ein guter Start. So, unbeschreiblich, der erste Beauty ist gelandet. Ja, wunderschöner Fisch. Und das bei diesen Bedingungen. Du kannst sehen, der Wind wird immer stärker. Aber mit solchen Fischen zahlt er sich wirklich aus. Ja, sich das Ganze anzutun, oder? Ja. Das lassen wir wieder schwimmen? Ja. Super. Fangen wir, gab es noch einen? Ich glaube, wir fangen noch 9. 9 noch? Boah. Ich hoffe. Na gut, dann lassen wir das schwimmen. So, das habe ich jetzt gerade gesehen. Schaut euch mal diese zweite Seite an von diesem Fisch. Einfach nur der Hammer. Brutal. So, jetzt lassen wir wieder schwimmen. So, Doppelrun. Nächste. So, unbeschreiblicher Herbstbulle. Also dieser Schuppe hatte richtig, richtig Power. Ja, unbeschreiblich. Je stürmischer das Wetter wird, je stürmischer werden definitiv die Fische. Ja. Oder was sagst du? Ja. Lassen wir wieder schwimmen? Ja. Super. Ich bin gespannt, ob wir einen Amur fangen noch. Amur, wäre schön. Na, schauen wir, was der Tag noch bringt. So, lassen wir das schwimmen. So, jetzt werden beide Hakenköder wieder neu hergerichtet. Der liebe Sohnemann versüßt das Ganze ein bisschen mit dem Liquid. Werden beide Stücke schön optimiert damit. So, jetzt noch die nächste Soße drauf. So, jetzt kommt die zweite Sorte noch drauf. Und dann passt das perfekt. Ja, unbeschreiblich, was wir hier heute erleben. Der Sturm wird immer stärker, stärker und stärker. Es ballert so richtig hinein. Und da hinten ist gerade wieder der Sohnemann am Drillen. Mittlerweile, ich glaube, der dritte Fisch, den wir landen konnten, oder der jetzt gerade beim Landen ist, einen haben wir leider Gottes verloren. Und er hat die meiste Zeit, ist wirklich jetzt draufgegangen, mit den Montagen neu binden. Da ich nämlich extrem scharfe Haken verwende, Curve Shank, sind die fast bei jedem Fisch stumpf. Also ich merke, bis jetzt war nach jedem Fisch, waren sie stumpf, immer wieder neu gebunden, neu bestückt. Aber ja, das tut man sehr, sehr gerne, wenn man weiß, ja, dass dementsprechend die Aktionen kommen. Jetzt heißt es aber direkt wieder zum Sohnemann schauen und ja, dann wieder cashern, denn es läuft gerade richtig gut, die Strategie geht komplett auf.
ja, obwohl der Wind wirklich immer stärker wird. Ich glaube, das ist ein besseres, ein guter. Okay, das ist ein guter Fisch. Schauen wir mal, wie es in Sonnemann geht. Brauchst du Hilfe oder geht's? Ja, das bewegt sich irgendwie voll was anderes. Ja, werde ich mir gleich anschauen. Weiter geht's. So, wieder ein einzigartiger Karpfen. Ja, fast ein Lederkarpfen, in diesem Fall ein Spiegelkarpfen, aber ganz, ganz hell. Ja, fast richtig milchig. Einfach nur mega. Ja, so schöne Fische hier im Baggersee. Und es läuft, läuft und läuft. Jetzt habt ihr direkt den Doppelrun, gell? Ja. Jetzt geht's richtig ab. So, wie vorhin schon angesprochen, je stürmiger das Wetter wird, je stürmiger werden in diesem Fall die Fische. Mega, lass sie wieder schwimmen. Und schauen wir uns den nächsten an, denn der nächste ist eine richtige Perle. Richtig geil. Hallo, Profili, du Prinzessin, du. Du bist ein schönes Mädchen, dass du aufpassen, gell, was das Herli macht und was für Fische das Herli fangt und der Tobias. Ja, braves Weibi. Braves Weibi. Ja, fein. Ja, fein ist Mausi. So, definitiv einer der schönsten Fische hier im See. Und zwar ein Zeilenkarpfen, Halbzeilenkarpfen. Und zugleich eine Doppelzeile, also echt brutal und hat sogar so ganz kleine Pigmente von einem Kohlkarpfen drinnen. Also echt, echt heftiger Fisch, ewig lange. Ja, das ist die Perle vom heutigen Tag, würde ich sagen, oder? Ja. Mega. So, jetzt lassen wir ihn wieder schwimmen, der ist nämlich richtig schwer. Und das ist der zweite Fisch von unserem Doppelrun. Ja, ich würde sagen, heute ist Beauty Time. Geil. So, der nächste wunderschöne Schuppe ist gelandet. Ja, wieder echt bärenstark. Volleinschlag. Ja, mir fehlen die Worte. Es läuft richtig gut. Wie beim ersten Fisch, der Sohnemann noch gesagt hat, 9 Fische fangen wir heute. War das für mich komplett unrealistisch, weil einfach nichts passt vom Wetter her, vom Fressverhalten her, so überhaupt nicht gut. Aber ja, man kann auch so im Herbst seine Sternstunden erleben, würde ich sagen. Lassen wieder schwimmen, oder? Ja. Weiter geht's. Du hast gesagt, ein Amur wartet noch, gell? Ein schwarzer Amur. Ja, aber er ist bis jetzt noch nicht gekommen. Na, dann warten wir. Vielleicht ganz weiter am geht's. Fluss. Na, schauen wir. Lassen wieder schwimmen. So, Amber, ein ganz kurzes Zwischenupdate. Und zwar, das sind jetzt, ich glaube, die 7. und 8. Montage, die ich heute gebunden habe. Und wir werden jetzt ein bisschen umstellen. Und zwar, wir haben wirklich schon sehr, sehr gut gefangen. Wir haben verschiedene Beauties, also Scale, Full Scale. Dann Zeilenkarpfen war dabei, Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen. Also wirklich schon eine super, super Range gefangen. Und jetzt wollen wir versuchen, dass wir den einen oder anderen schwarzen oder weißen Amur überlisten. Deswegen haben wir es direkt die Montage ein bisschen umgebaut. Und zwar, wir haben vorhin mit 2 normalen Tigernüssen geangelt und jetzt angeln wir mit einem sogenannten Tigernuss-Snowman. Bedeutet, eine ganz kleine Tigernuss plus ein ganz, ganz kleines Poppy dazu, auch mit dem BVA. Und das fischen wir jetzt 2-mal, denn da habe ich die Erfahrungen von der Vergangenheit her, dass man hier wirklich ja, sehr, sehr gute Möglichkeiten hat auf die schwarzen und auch weißen Amur. Normal habe ich immer die Schneemänner mit meinem Bait geangelt, mit den Carpledger Boilies, aber ja, die Erfahrung zeigt, dass es mit den Spezialtigernüssen ebenso super funktioniert. Deswegen werde ich jetzt direkt beide Routen neu auslegen. Wie schon vorhin angesprochen, der Sturm wird immer stärker und stärker. Ich hoffe, man kann mich auch noch gut hören. Ich bin nämlich die letzten Tage flach gelegen, ich hatte Fieber und überhaupt keine Stimme und bin heute wieder den ersten Tag unterwegs. Aber ja, falls die Stimme ganz weg ist, dann deute ich euch einfach nur mehr. In diesem Sinne werde ich jetzt direkt die Routen auslegen, denn wir haben uns auch eine gute Pizza bestellt. Bedeutet, jetzt bekommen die Fische gutes Futter und dann lassen sie uns schmecken. So, let's go! Wir von Carpledger benötigen ganz, ganz, ganz dringend ein Feedback von dir. Und zwar, wir sind ja schon des Längerem am Überlegen, ob wir unseren eigenen Carpledger Shop jetzt endlich launchen sollen.
Wir haben ja, wie du sicher weißt, eine eigene Range. Wir haben hier unsere Hoodies in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Wir haben die T-Shirts, wir haben die Cappies, wir haben sogar eigene Baits, eine eigene Baitschiene. Nur Fakt ist, dass aktuell nur wir damit angeln und auch nur wir diese Kleidung tragen. Und jetzt sind wir sehr, sehr schwer am Überlegen, ob wir mit dem Ganzen nach außen gehen sollen, ob wir unseren Shop scharf schalten sollen, da wir in unserem Hauptbusiness gerade sehr, sehr viel zu tun haben. Von was machen wir das Ganze abhängig? Logischerweise von euch, von unserer Carpledger Community. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich hätte richtig Bock drauf auf eure Hoodies, wir haben auch jetzt ganz neue Aufkleber für den Bulli, wo wir in ein, zwei Wochen direkt unseren ein Bulli direkt bekleben lassen. Es fahren auch in Deutschland schon einige Bullis mit unseren Aufklebern durch die Gegend. Und deswegen, wir haben sehr, sehr viel geplant. Wir benötigen aber unbedingt euer Feedback, ob wir uns das einfach antun sollten. Bitte genau deswegen in die Kommentare hineinschreiben, ob du Bock hast auf so einen Hoodie, auf solche T-Shirts, auf unsere Baits, auf unsere Cappies. Und dann werden wir ja deine und allgemein eure Kommentare in unsere Entscheidung hineinfließen lassen, auch dementsprechende Entscheidung treffen. Ja, wie gesagt, ich hätte richtig Bock, dass wir da gemeinsam was starten, aber wie gesagt, mir ist eines wichtig, eure Meinung, deswegen lasst es mir direkt wissen, schreibt es mir in die Kommentare hinein. Ja, und jetzt hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, denn mit den zwei neuen Montagen werden wir automatisch ein bisschen ausselektieren, denn mir ist eines bewusst, mit den Spezialtigernüssen in Kombination mit diesen Spots, die ich beangle, geht es hier einfach sehr, sehr gut. Es gibt hier auch Angler, die sind ein, zwei Wochen auf diesem Gewässer und fangen keinen einzigen Fisch. Gibt es genauso. Deswegen ist es halt einfach ein Vorteil, wenn man weiß, dass man Futter hat, was arbeitet, wenn man Köder hat, wo man weiß, dass die Karpfen, egal in was für einem Gewässer du unterwegs bist unterm Strich, dass es einfach funktioniert, genau. Und deswegen werde ich euch auch in Zukunft immer mehr Tipps und Tricks mitgeben, wo ich euch ganz genau sage, warum angle ich jetzt genau diesen Köder, warum angle ich genau auf diesen Spot. Denn so wie heute zum Beispiel fischen wir direkt neben einer Muschelbank, weil ich einfach die Erfahrung habe, auf der Muschelbank ist es viel, viel besser, wenn wir einen anderen Luftdruck haben, wenn es ein bisschen wärmer ist, wenn die Sonne heraus ist. Und so wie heute das Wetter, ist es oft sehr, sehr gut direkt neben der Muschelbank. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich kann es nur von meinen Erfahrungen aus sagen, dass es einfach so richtig, richtig gut funktioniert. Und ja, wie wir sehen, die Fische laufen. Jetzt haben wir umgestellt. Deswegen bin ich gespannt, ob wir mit den neuen Montagen noch den einen oder anderen Amokarpfen überlisten werden. Jetzt werde ich aber meine Stimme schonen, denn ich merke schon, dass es ein bisschen weniger wird. Und ab Montag, besser gesagt ab morgen, brauche ich wieder meine Stimme in meinem Business. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, die Pizza wird eben geliefert von der Julia und vom Tobias. Und wir haben einen Run. Run. So, es ist eben auch die Stärkung eingetroffen für den Menschen, nicht nur für die Fische. Mahlzeit, meine Lieben. Und wer ist hier immer am motiviertesten? Die Frau Diva. Die wird da ganz nervös. So, Mahlzeit. So, der nächste Fisch ist gelandet. Ein wunderschöner Spiegelkarpfen mit einer mega schönen Färbung da hinten. Den lassen wir uns dort direkt gleich wieder schwimmen, denn wir sind auf Amurjagd. So, weiter geht's. Einfach mega. Wir sind heute wirklich so gut wie alles schon durch. Alle Fischarten auf den Karpfen bezogen. Ja, mega. Einfach nur geil. So unbeschreiblich, mir fehlen wirklich die Worte. Ja, ein wunderschöner, makelloser Zeilkarpfen. Einfach nur brutal. Also mit so einem Fisch rechne ich heute definitiv nicht mehr. Einfach nur brutal. Dieses schön. So viele Beauties dabei gewesen. Ja, einfach nur der Hammer. Was sagst du dazu? Heftig, oder? Ja. Schöner Fisch. Ja. Wahnsinn. So, jetzt werden wir den wieder direkt schwimmen lassen und schauen, mit was wir heute noch beglückt werden. Weiter geht's.
So, meine Lieben, wir haben alles direkt zusammengepackt, denn wenn du da hinten schaust, da ist alles komplett schwarz, bedeutet, es baut sich ein ziemliches Unwetter auf. Und ja, was soll ich sagen, die Episode, dieser Tag heute war unbeschreiblich. Es ist viel, viel, viel mehr passiert, als ich mir überhaupt dachte. Also ich bin mega, mega, mega happy. Und ja, in diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, sehr, sehr gerne ein Like lassen, gerne kommentieren, auch die Glocke aktivieren, denn in Zukunft und vor allem in den nächsten paar Wochen und Monaten wird sehr, sehr viel passieren auf diesem Kanal und ich freue mich auch schon richtig auf den Winter, denn wir werden jetzt in einer Woche starten, unseren Bulli umzubauen. Nächste Woche kommt die Standheizung plus Solar, dann kommt schon direkt die Markise mit dem Vorzelt und dann bauen wir drinnen alles richtig geil aus. Und ja, da werden wir auch im Winter beim dichten Schneefall einige Episoden anstarten. Ja, in diesem Sinne, es hat mich mega gefreut, dass du am Start warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Armin, hau rein!